Herzlich willkommen zur neuen Folge vom RTGTV-Update. Heute wird Freuschmann etwas darüber erzählen, wie es in den nächsten Wochen weitergehen wird mit dem Schulbetrieb. Guten Tag, Freuschmann. Hallo, Dean. Welche Klassen kommen denn jetzt als nächstes in die Schule? Ja, ab dem 26. Mai kommen jetzt die EF, also die Einführungsphase, und die Neuen an 4 Tagen gemeinsam in die Schule. Also wir machen es so, dass immer 2 Jahrgangsstufen im Haus sind und unterrichtet werden. Allerdings müssen wir die Kurse und die Klassen halbieren oder sogar dritteln, je nachdem, wie viele Schülerinnen und Schüler jeweils vorhanden sind, sodass wir uns trotz dieser nur 2 Jahrgangsstufen ganz schön breit in der Schule ausbreiten müssen. Und wann kommen die anderen Klassen in die Schule? Nach den Pfingstfeiertagen wird dann die Jahrgangsstufe 5 bis 8 in die Schule kommen. In einem rollierenden System, das natürlich nochmal unterbrochen werden wird durch die mündlichen Abiturprüfungen oder auch durch den noch folgenden Feiertag. Und im Laufe der Wochen bis zu den Sommerferien kommen dann auch nochmal die Q1, die EF und die Jahrgangsstufe 9 an einzelnen Tagen mit dazu. Könnten Sie nochmal beschreiben, wie dann der Unterricht in den geteilten Gruppen aussehen soll? Also stellen wir uns mal vor, wir haben eine Klasse in 3 Gruppen aufgeteilt. Das würde dann bedeuten, dass zum Beispiel der Mathematiklehrer in der 1. und 2. Stunde in Gruppe 1 unterrichtet, in der 3. und 4. Stunde Mathematik in der Gruppe 2 unterrichtet und in der 5. und 6. Stunde Mathematik in der Gruppe 3 unterrichtet. Das heißt, entsprechend würde das auch für Deutsch und Englisch laufen, sodass dann im Verlauf eines Schultages von der 1. bis zur 6. Stunde diese 3 Fächer in allen 3 Gruppen einer Klasse stattgefunden haben. Und wie wollen Sie die Zeugnisse austeilen? Das ist eine richtig gute Frage. Das wüssten wir auch gerne, denn das wird ja nicht möglich sein, am letzten Schultag ca. 600 Schülern die Zeugnisse in die Hand zu drücken. Und wir werden hoffentlich noch rechtzeitig den Vorgaben vom Schulministerium dazu bekommen. Zurzeit wissen wir es tatsächlich selbst noch nicht. Gut, dann danke ich Ihnen für das kurze Update und wir sehen uns beim nächsten Mal. Sehr gerne und bis bald. Und heute befragen wir einfach mal Niklas. Hallo Niklas. Hallo. Welche Fächer wurden denn heute bei dir unterrichtet? Ja, also ich hatte heute quasi wie die letzten 2 Wochen auch einen gesonderten Stundenplan. Das heißt, heute stand ein leicht abgeänderter Stundenplan auf der Tagesordnung. Und deswegen hatte ich heute 2 Stunden Mathe-LK und 2 Stunden Rallye. Und 2 Stunden Homeoffice. Und wie liefen die Unterrichtsstunden bei dir so ab? Ja, also das ist ehrlich gesagt relativ unterschiedlich, weil es kommt natürlich auf die räumlichen Gegebenheiten momentan in der Schule an. Das heißt zum Beispiel, können Kurse nur ganz unterrichtet werden, als ganzer Kurs, ohne aufgeteilt zu werden, in der Turnhalle oder in der Aula. Und ansonsten im restlichen Gebäude werden die Kurse halt immer auf 2 Gruppen aufgeteilt. Und dann wechselt der Lehrer entweder zwischen den Räumen, das heißt, erst wird da unterrichtet, dann im anderen Raum. Oder es wird so gemacht, was auch von Herrn Gatzki zum Beispiel gemacht wurde, ist, dass Herr Gatzki quasi einen Videoanruf in den anderen Klassenraum gemacht hat und dann quasi per Video unterrichtet hat. Also es ist relativ unterschiedlich, wie das gemacht wird. Wie läuft denn der Unterricht in Räumen ab, die gar nicht für den Unterricht ausgelegt sind, wie zum Beispiel die Sporthalle? Ja, also in der Sporthalle ist das so, dass da halt ganz viele Tische aufgestellt wurden mit dem nötigen Sicherheitsabstand. Und da sind ja auch, hängt ja auch eine Leinwand zum Beispiel, die ab und zu mal im Sportunterricht benutzt wird, wenn dann irgendwelche Beispielvideos gezeigt werden. Und das wird dann einfach so gemacht, dass die Lehrer dann quasi die Leinwand als Tafel benutzen und das Ganze dann halt digital abläuft und dann auch quasi unsere Lernmedien und die Arbeitsblätter und so weiter werden teilweise über OneNote und Microsoft Teams zur Verfügung gestellt. Das heißt, Leute in der Laptop-Klasse können dann halt digital einfach weiterarbeiten, wie sie es aus dem Homeoffice gewohnt sind. Oder alternativ läuft dann halt quasi der Unterricht auch ganz normal ab über Arbeitsblättern. Aber prinzipiell ist es halt wirklich so, dass dann quasi die Räume mit Tischen ausgestattet wurden und dann quasi digital unterrichtet wird. Und wie war deiner Meinung nach die Stimmung der Schüler so? Ja, also ich glaube, dass die Stimmung an sich eigentlich ganz gut war, weil die meisten Schüler aus meiner Stufe waren halt froh, jetzt dann auch mal wieder so ein bisschen sozialen Kontakt zu haben und sich dann zwar mit dem nötigen Abstand, aber halt immerhin noch zu unterhalten, mal wieder mit Freunden, was man die letzten Wochen halt quasi nur übers Telefon machen konnte oder Videokonferenzen. Aber quasi die Stimmung an sich ist gut und im Unterricht merkt man jetzt eigentlich keine so großen Veränderungen, außer halt, dass dann quasi die Kurse aufgeteilt sind auf mehrere Räume.
Gut, dann danke ich dir dafür, dass du uns deine Eindrücke geschildert hast. Und tschüss. Ja, sehr gerne. Ciao.